willkommen zu einer neuen Folge In Bewegung. Heute möchte ich euch eine Sequenz vorstellen, wo es um die Stabilität in euch geht. Also finde die Stabilität in dir, wenn alles im Außen total anstrengend gerade ist. Dann kannst du dich erden und diese Übungen helfen dir dabei. Wir starten mit den Froschsprüngen. Und zwar geht es darum, Erdung und Stabilität kriegst du dadurch, indem du deine Beinmuskulatur besonders stärkst. Und dafür sind diese Übungen ganz wunderbar. Die Froschsprünge funktionieren wie folgt. Du stellst dich, wir springen jetzt, du gehst mehr als hüftbreit auseinander und beginnst dann von unten nach oben zu springen. Und wir machen 20 Sprünge. Was? Und immer mit der Einatmung nach oben und dann nach unten. Und los geht's.
Okay. Und dann schiebst du dich nochmal in den Hund, streckst dich nochmal und wartest mit den Beinen hin und her und dehnst dadurch nochmal abwechselnd deine Waden. Dann komm kurz in den Fersensitz. Auch dieser Sitz wird kurz, also verleiht uns Stabilität. Er wird auch der Fels genannt, Fels in der Brandung. Atme hier tief durch und dann komm wieder in den Hund über das Brett und von hier aus werden wir jetzt nochmal richtig die Beine, Bauchmuskulatur aktivieren, indem wir einatmen, das rechte Bein nach vorne, oben nehmen, hin und mit der nächsten Ausatmung ziehst du dein Bein nach vorne, zwischen deine Arme, genau. Einatmen, wieder nach hinten, oben bringen. Ausatmen nach vorne. Einatmen nach hinten. Ausatmen nach vorne. Das Ganze machen wir wieder 10 Mal auf der einen Seite. 5. Und dann 10 Mal auf der anderen Seite. 6. Und das Schöne und Wichtige ist, das mit deinem Atem zu koordinieren. Also immer, wenn du dich nach hinten streckst, atmest du tief ein. Und ausatmen. Ziehst du deine Kraft zum Bauch und atmest in den Bauch aus. Also ich glaube noch einmal. Aber so richtig mitgezählt habe ich nicht. Ein letztes Mal strecken und dann stellst du dein Bein ab. Kannst du mal deine Handgelenke ausschütteln. Wichtig ist es auch, dass die Hände schön gespreizt aufstehen und die Hände komplett auf der Erde verwurzelt sitzen. Ein letztes Mal Bein nach hinten. Dann nehme ich ein letztes Mal so eine andere Seite. 1, 2. Wie geht's euch? Gut. Ja. Super. Und die Atmung, die verleiht uns die Kraft. Der Atem lenkt uns durch die Übung durch. Und das kann ich euch wirklich merken, dass der uns immer stützt bei allem, was wir tun. Der ist ja mal da. Aber oft merken wir das nicht. Und ein letztes Mal. Gut. Und dann könnt ihr euch jetzt nach oben bewegen. Wir kommen jetzt nochmal in eine Standposition und zwar nennt er sich Shivas Tanz. Shiva ist eine indische Gottheit und hat im Hinduismus hat er die Welt geschaffen und zwar tanzend und flötend. Und den werden wir jetzt einnehmen. Dafür stellst du dich auf dein linkes Bein, beugst das Bein so ein bisschen nach vorne und drehst es so ein bisschen aus. Und dann nimmst du dein anderes Bein nach oben. Ja, das ist eine Balance. Und dein rechter Arm übt vor das rechte Bein, sodass du das unter dem Bauchnabel hältst. Und dann den linken Arm nach vorne ausstrecken, mit der Handfläche nach vorne zeigen. Und atmen. Und du kannst die Beine schön anspannen, indem du die Zehen zu dir heranziehst und gut Kraft in deine Beine bringst. Du kannst auch wieder einen Punkt vor dir fokussieren, einen Anker, damit du die Stabilität hältst. Noch 2 Atemzüge hier, tief und voll. Und ausatmen und lösen. Du kannst kurz nachspüren, wie sich deine Beine jetzt unterschiedlich anfühlen. Also ob du einen Unterschied spürst und dann drehst du dein rechtes Bein etwas auswärts, beugst es und ziehst dein linkes Bein mit deinem Arm unter dem Bauchnabel haltend hoch und streckst deinen rechten Arm nach oben auf. Die Handflächen, die Hände sind gespreizt, die Finger. Und du atmest tief und voll. Und Shiva hat
wie ich schon sagte, die Welt geschaffen und du kannst dir vorstellen in dieser Haltung, dass du dein Leben erschaffst. Du bist Schöpfer und Schöpferin deines Lebens und tanzt durch dein Leben. Noch einmal tief hier einatmen und dann mit der nächsten Ausatmung kannst du das lösen. Und zum Abschluss kommen wir nochmal auf die Erde und begeben uns in das Kind. Die Position kennt ihr schon. Entweder mit Armen nach vorne gestreckt oder nach hinten, je nachdem, wie es für dich angenehmer ist. Du kannst auch deine Knie ein bisschen öffnen, dass dein Becken etwas weiter ist, dass du mit deinem Oberkörper näher Richtung Erde gerätest. Und in dieser Haltung kannst du dann entspannen und dich vollkommen mit der Erde. Und dann langsam richtest du dich Wirbel für Wirbel auf, wächst nach oben und streckst deine Wirbelsäule gerade nach oben. Und das entscheidet, du kannst deinen Kopf dann auch nochmal Richtung Himmel drücken. So. Das war heute die Einheit in Bewegung, Erdung. Ich wünsche euch einen schönen Tag, viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Tschüss.